Hallo Yutabis und herzlich willkommen zu Folge 6 von Age of Gladiators. Tja, der gute alte Ixanius ist tot, mit Schulden dahingerafft, heimlich ermordet, weil er das Geld seiner getöteten Gladiatoren genommen hat. Dabei hat er viele auch freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Aber was soll's? Ixen ist tot, lang lebe Ixen. Der Nachwuchs soll es richten. War doch klar. Ixanius der Zweite wird den Rennstall übernehmen. Sieht ein bisschen anders aus. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er kein Scout gewesen. Er ist ein Showman. Ganz klarer Fall. Er weiß genau, wie man große Bühne macht. Nur bei der Wirtschaft bin ich nicht hier. Ach, wir bleiben bei Strong. Standardeinstellung. Und die Götter sollen entscheiden, wie gut meine Gladiatoren beim Level... Ja, finde ich immer noch angemessen. Weibliche Gladiatoren sind auch dabei. Vielleicht konzentrieren wir uns sogar nur auf die. Mal schauen. Es geht wieder los. Wir wissen, wie das Spiel geht. Also als erstes brauchen wir einen Mitarbeiterstab. Die besten Beobachtungen. Netzwerk. Die beiden könnten wir nehmen. Gut ist. Trainer. Ich brauche Trainer und den Rest brauche ich überhaupt gar nicht. Weil das Coaching ist nur für die Kämpfe. Also wir hätten einen klaren Trainer hier und einen klaren Coach. So oft werden wir aber nicht kämpfen. Deswegen ist das schon Geldverschwendung. Ach nein, das soll es mit den beiden. Doktor. Einer, der gut für Injuries ist. Auch ein Haufen Geld kostet, was soll's. Sickness. Oh, der ist wirklich gut. Nehmen wir auch noch. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir machen es mal. So. Rekrutieren. Wen haben wir denn auf dem Markt? Du bist in der Einschätzung besser als du. Okay. Kosten 9000. Gut, gut, gut. Kaufen. Schlecht, weil keine... Wir gehen erstmal voll auf Stärke. Ich muss einfach auf Nummer sicher gehen können. Gucken wir mal beim anderen. Stärke, Ausdauer nicht sehr hoch, aber trainingsfähig. Wuchs 182, Gesundheit nehmen wir. Eine Frau könnten wir auch noch nehmen. Wir gehen dann aber langsam pleite. Die hat extrem hohe Stärke und ansonsten auch sehr gute Werte. Bis auf die Ausdauer, nehmen wir. Silanus ist 39, da wird nicht mehr viel kommen. Octavia, eine Frau von 15 Jahren. Trainieren wir auch noch. Fassen wir mal zusammen. Wir haben eine Frau, einen Mann, eine Frau, noch eine Frau. Wir bräuchten noch einen Mann. Einen können wir ja sowieso noch nehmen. Oh, 39, nee. Einen, den wir langfristig trainieren können? Ich meine, 39, bis wir hier mal jahrelang vorspulen, ist mal eh pleite, aber... Je mehr wir nehmen, desto mehr wollen natürlich auch kämpfen. Das macht es jetzt gerade etwas schwierig. Ich bin mir nicht sicher. Also mit so hohen Geschicklichkeitswerten und so ist natürlich klasse, aber ist mit 27 auch schon. Und dafür ist er zu langsam. Ne, da müsste dann hier auch mindestens B oder so haben, damit sich das lohnt. Das ist natürlich stark, ausdauernd, geschickt, Reflexe. Das ist eigentlich Gold wert, aber mit 39. Zu alt. Liebe Freunde, zu alt. Ach komm, wir nehmen es trotzdem. Wir waren es. So, stable. Wir brauchen Faschina, Lancea, Lugio, Lancea. Geht klar. James, Lancea, Lancea, was habe ich gesagt? Nochmal zurück. Die kann eh keine Armor tragen. Also. Stärke 99 ist natürlich der Hammer. So, Faschina kriegst du. Nächste, Lancea kriegst du. Du wolltest Lancea, kriegst du auch. Und dann brauchen wir noch Pugio und Lancea. Was wir gerade gar nicht haben. Pugio und Lancea. Irgendeine andere Waffe ist natürlich auch scheiße. 61, kriegst Pugio, ist mir egal. Jede Waffe ist erstmal besser als gar keine an der Stelle. Deswegen nimmst du die Waffe, für die du gar nicht ausgebildet bist. Ne? Wie man sieht sofort den Unterschied, das soll ja eigentlich um 58 hochgehen hier, der Angriff. Tut's aber nicht. Das ist halt der Malus jetzt. Aber ich kann es nicht ändern. Gibt es eigentlich sowas wie eine Rüstung, die uns was bringen würde? Das alles schon mal nee. Hide, 8%. Purchase. Wer von denen könnte denn jetzt eine Rüstung tragen? Drei ja sogar. Wow. Na dann kaufen wir aber noch zwei. Das nützt mir natürlich voll aus, muss ich mal so sagen. Besser als nichts.
Obwohl die daran gar keine Expertise haben, wenn ich das richtig sehe. Aber deren Werte sind einfach zu niedrig. So, wollen wir die auch wieder umbenennen? Nee. Obwohl, das sind die Kommentare. Nee, bis dahin sind die lange tot. Das bringt auch nichts. Ja. Oder wollen wir sie nach Politikern benennen? Mensch, das wäre doch mal was. Quasi die zweite Staffel. Tiefen Schluck aus dem Glas, mal drüber nachdenken. Wäre natürlich der Hammer. Man sieht sofort, wie das Geld runtergeht, ne? 3.000 pro Tag. Also hier muss ganz schnell ganz viel Geld rein. Kommt nicht brauchbares bei rum. Noch 11 Tage bis die nächsten kommen. Einer könnte den Übungskampf haben. Du, gute Dame, wirst morgen. Oh, du musst aufleveln. Wirst morgen in der Arena kämpfen. Unser zweitstärkster Kämpfer bist du. Aber du hast keine Gesundheit, keine Health. Also musst du hier gehen. Du bist halt ein alter Tatterkreis. Auf gegen den Wolf. Krassipes, du wirst es schaffen. Nein, du wirst es nicht schaffen. Du wirst nahenlos untergehen. Na super. Und du hast noch miese Reflexe. Wieso lasse ich dich gegen Wolf kämpfen? Egal. Der wird bestimmt verletzt. Also jeden Tag zu kämpfen bringt uns nichts, wenn wir dann 10 Tage nicht eingesetzt werden können, aber... Tja, wir müssen jetzt gleich von vornherein richtig, richtig dick gewinnen. Und gutes Geld setzen. Auf uns oder gegen uns, je nachdem. Gegen uns hier der Kampf eindeutig. Das ist kein gutes Zeichen für gewöhnlich. Ja, das ist eindeutig kein gutes Zeichen. Ist schwere Verletzung, ne? Ist ja super. Aber immerhin nicht so schwer, dass es. Ne? So, was war denn jetzt hier die Furie? Ach, wegen der falschen Waffe, ne? Lancea, haben wir da irgendwas? Nein. Kann ich nicht ändern. Was hast du gerade? Lancea, geh mal weg. Die hier. So, Office. Milder Kampf. Also milder Hype, Action. Okay, wo ist der gute Xanius? Der zweite eigentlich schon, aber egal. Enter. Dann, Statiller würde ich sagen, oder? Höchste Gesundheit, stärkster Kämpfer. Keine Ausdauer, hey. Geschicklichkeit ganz gut. Was soll's. 4 zu 1 sind wieder Favoriten, ne? Das ist doch mal was. So, du kriegst sogar ein bisschen Geld, du bist nicht allzu gierig, aber das steigt deine Einstellung für mich. Jetzt kann man eigentlich voll draufsetzen, oder? Weil wir brauchen es, dann sind wir sowieso am Arsch. Na komm, wir setzen 5000. Ich darf immer nur auf einen. Kann ich nicht einfach auf beide gleich viel setzen? 4 zu 1, das heißt, wir kriegen noch nicht viel raus, aber was soll's. Wenn sie natürlich verliert, haben wir jetzt kein Problem. Gegen Kukunk. Junge Dame, Sie müssen diesen Kampf eindeutig gewinnen, sonst wird es übel ausgehen. Kommt volle Aggressivität, damit der Schaden den Gegner gleich mit immer hinrafft. Fight! Boah, ein Angriff erstmal. Ein Drittel Energie weg. Natürlich kassieren wir jetzt auch mehr durch aggressiven Kampfstil, aber hey. Erst auf. Jupp, kleiner mal drauf. Na, also, sag ich doch, ein guter Kämpfer müssen wir haben, dann geht das auch. Ja, nochmal 1400 und natürlich das Preisgeld. Ja, so geht das. Und der ist tot. Fertig. Ersten großen Kampf gewonnen. Moral enthusiastisch. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ben, was wollt ihr? Lucky Win. Ja, ja, ja. Komm, hör auf. Geh nach Hause, Freundchen. Komm wieder, wenn du was hast. So, 561. Die hat natürlich reichlich Kampferfahrung gerade gesammelt. Ich brauche eine Lancea-Waffe. Wir haben halt gerade keine. Müssen wir noch 3-4 Tage warten. Wollen wir noch ein Exhibition-Match für irgendjemanden?
akzeptiert. Wow. Hallo, Yutabis, und herzlich willkommen zur Folge 6 von Age of Gladiators. Tja, der gute alte Ixanius ist tot. Mit Schulden dahingerafft, heimlich ermordet. Weil er das Geld seiner getöteten Gladiatoren genommen hat. Dabei hat er viele auch freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Aber was soll's? Ixen ist tot, lang lebe Ixen. Der Nachwuchs soll es richten. War doch klar. Ixanius der Zweite wird den Rennstall übernehmen. Sieht ein bisschen anders aus. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er kein Scout gewesen. Er ist ein Showman. Ganz klarer Fall. Er weiß genau, wie man große Bühne macht. Nur bei der Wirtschaft bin ich nicht hier. Ach, wir bleiben bei Strong. Standardeinstellung. Und die Götter sollen entscheiden, wie gut meine Gladiatoren beim Level. Ja, finde ich immer noch angemessen. Weibliche Gladiatoren sind auch dabei. Vielleicht konzentrieren wir uns sogar nur auf die. Mal schauen. Ah, es geht wieder los. Wir wissen, wie das Spiel geht. Also als erstes brauchen wir einen Mitarbeiterstab. Die besten Beobachtungen. Netzwerk. Die beiden könnten wir nehmen. Gut ist. Trainer. Ich brauche Trainer und den Rest brauche ich überhaupt gar nicht. Weil das Coaching ist nur für die Kämpfe. Also wir hätten einen klaren Trainer hier und einen klaren Coach. So oft werden wir aber nicht... Hallo, Yutabis, und herzlich willkommen zu Folge 6 von Age of Gladiators. Tja, der gute alte Ixanius ist tot. Mit Schulden dahingerafft, heimlich ermordet. Weil er das Geld seiner getöteten Gladiatoren genommen hat. Dabei hat er viele auch freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Aber was soll's? Ixen ist tot, lang lebe Ixen. Der Nachwuchs soll es richten. War doch klar. Ixanius der Zweite wird den Rennstall übernehmen. Sieht ein bisschen anders aus. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er kein Scout gewesen. Er ist ein Showman. Ganz klarer Fall. Er weiß genau, wie man große Bühne macht. Nur bei der Wirtschaft bin ich nicht hier. Ach, wir bleiben bei Strong. Standardeinstellung. Und die Götter sollen entscheiden, wie gut meine Gladiatoren beim Level... Ja, finde ich immer noch angemessen. Weibliche Gladiatoren sind auch dabei. Vielleicht konzentrieren wir uns sogar nur auf die. Mal schauen. Ah, es geht wieder los. Wir wissen, wie das Spiel geht. Also als erstes brauchen wir einen Mitarbeiterstab. Die besten Beobachtungen. Hm. Ist eigentlich kein Silanus oder Xania. Mal kurz gucken. Der oder Dings da. 39 bist du der Erfahrene. Also jetzt nicht wirklich, aber... Gutes Charisma, niedrige Gier wäre natürlich besser, aber... 326 Gesundheit ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Geschicklichkeit, Intelligenz und so weiter. Wir lassen Silanus kämpfen. Office! Hallo, Yutabis, und herzlich willkommen zu Folge 6 von Age of Gladiators. Tja, der gute alte Ixanius ist tot. Mit Schulden dahingerafft, heimlich ermordet. Weil er das Geld seiner getöteten Gladiatoren genommen hat. Dabei hat er viele auch freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Aber was soll's? Ixen ist tot, lang lebe Ixen. Der Nachwuchs soll es richten. War doch klar. Ixanius der Zweite wird den Rennstall übernehmen. Sieht ein bisschen anders aus. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er kein Scout gewesen. Er ist ein Showman, ganz klarer Fall. Er weiß genau, wie man große Bühne macht. Nur bei der Wirtschaft bin ich nicht hier. Ach, wir bleiben bei Strong. Standardeinstellung. Und die Götter sollen entscheiden, wie gut meine Gladiatoren beim Level... Ja, finde ich immer noch. Hallo, Yutabis, und herzlich willkommen zu Folge 6 von Age of Gladiators. Tja, der gute alte Ixanius ist tot. Mit Schulden dahingerafft, heimlich ermordet. Weil er das Geld seiner getöteten Gladiatoren genommen hat. Dabei hat er viele auch freigelassen. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Aber was soll's? Ixen ist tot, lang lebe Ixen. Der Nachwuchs soll es richten. War doch klar. Ixanius der Zweite wird den Rennstall übernehmen. Sieht ein bisschen anders aus. Im Gegensatz zu seinem Vater ist er kein Scout gewesen. Er ist ein Showman, ganz klarer Fall. Er weiß genau, wie man große Bühne macht. Nur bei der Wirtschaft bin ich nicht hier. Ach, wir bleiben bei Strong. Standardeinstellung. Und die Götter sollen entscheiden, wie gut meine Gladiatoren beim Level... Ja, finde ich immer noch angemessen. Weibliche Gladiatoren sind auch dabei. Vielleicht konzentrieren wir uns sogar nur auf die. Mal schauen. Ah, es geht wieder los. Wir wissen, wie das Spiel geht. Also als erstes brauchen wir einen Mitarbeiterstab.
Die besten Beobachtungen. Netzwerk. Die beiden könnten wir nehmen. Gut ist. Trainer. Ich brauche Trainer und den Rest brauche ich überhaupt gar nicht. Weil das Coaching ist nur für die Kämpfe. Also wir hätten einen klaren Trainer hier und einen klaren Coach. So oft werden wir aber nicht kämpfen. Deswegen ist das schon Geldverschwendung. Ach, dann was soll's. Wir nehmen beide. Doktor. Einer, der gut für Injuries ist. Oh, ein Haufen Geld kostet, was soll's. Sickness. Oh, der ist wirklich...